Unsere Frage ist es, was halten Sie von der Idee, in allen öffentlichen Einrichtungen, Kantinen und Mensen und öffentlichen Events der Stadt Münster immer ein pflanzliches, also ein rein veganes Gericht anzubieten, um da als Vorbildfunktion zu dienen und eine klimafreundliche Ernährung möglich zu machen? Aber das ist ja gar nicht rot, die Frau. Ich habe ja unterlesen, wer rot ist. Hi, eine neue Besucherin auf der Klimakrisen-Couch. Wer bist du und von welcher Bewegung kommst du? Ich bin Sophia, ich komme von Münster, von Liberation. Wir machen Tierrechtsaktivismus und Outreach auf der Straße. Und ja, wir stehen für Veganismus und klimafreundliche Ernährung. Mhm. Veganismus ist natürlich so ein Ding, wo viele Leute vielleicht eine kleine Schockstarre bekommen und sagen, das ist nichts für mich. Vielleicht, weil auch die Berührungspunkte nicht so richtig da sind. Wie wollt ihr denn Leute dazu überzeugen, auf pflanzlich basierte Ernährung umzustellen? Also wir machen das so, wir stehen regelmäßig in der Innenstadt von Münster, also in der Ludgierigstraße, und halten auf riesigen Screens, zeigen wir Videos aus Schlachthäusern und Zuchtbetrieben aus der Gegend. Und das sind wirklich sehr emotional grausame Bilder, in denen man sieht, wie Tiere halt ermordet werden und getötet werden, weil Menschen sie gerne essen möchten. Und durch diese krassen Bilder, die wir halt direkt in die Innenstadt bringen und die Menschen das sehen, oft sind die Menschen sehr emotional betroffen, und dann stellen wir Fragen, führen Gespräche und fragen die Menschen, was sie denken über Tierrechte, ob Tiere Schmerzen empfinden, Gefühle haben und wie sie zu dem Thema Tierquälerei und Tierausbeutung stehen. Dadurch kommen dann sehr viele Fragen auf, die wir meistens auch gut beantworten können. Und zum Schluss fragen wir die Menschen, hast du nicht mal Lust, eine vegane Ernährung auszuprobieren, weil du gerade schon herausgefunden hast, dass du ja eigentlich gegen Gewalt an Tieren bist, was ja auch die meisten Menschen auch von Natur aus sind. Und dann durch Gespräche entwickelt sich das so. Mhm. Genau, ist nicht immer gut, manchmal klappt es gut, manchmal weniger gut. Mhm. Das ist meine Frage gewesen, wie ist denn die Resonanz dann, wenn die steht? Habt ihr schon viele Leute mit ins Boot holen können? Gibt es vielleicht positive Beispiele von Leuten, die gesagt haben, okay, ich habe das gesehen und jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf Fleisch essen oder tierische Produkte? Also ich denke, es ist so die Hälfte-Hälfte. Die meisten Menschen sind dann schon mit den Standardantworten, wir brauchen Fleisch, wir brauchen Proteine. Das haben wir schon immer so gemacht. Tiere sind dafür da, gegessen zu werden. Aber auch einige Menschen sind auch sehr emotional und haben dann die Erkenntnis zum Beispiel, ach so, Kühe geben nur Milch, wenn sie eine Geburt hatten. Das wissen zum Beispiel viele Menschen nicht. Und dann, wenn solche Aha-Momente da sind und die Menschen wirklich emotional getroffen sind, dann ist es auch so, dass sie dazu bereit sind, ihre Ernährung umzustellen oder wenigstens auszuprobieren. Mhm. Wir sind ja hier mitten im Kommunalwahlkampf. Was ist denn deiner Meinung nach, also was kann denn die kommunale Politik tun, um Anregungen vielleicht zum Beispiel zu schaffen für vegane Ernährung oder zumindest eine Reduzierung von tierischen Produkten? Mhm. Ja, also wir würden uns wünschen, dass in allen Mensen und Kantinen und in allen öffentlichen offiziellen Einrichtungen der Stadt Münster überall ein veganes, pflanzenbasiertes Gericht angeboten wird, also ein sehr klimafreundliches Gericht, weil wir alle wissen, dass eine Ernährung mit tierischen Produkten sehr, sehr klimaschädlich ist im Vergleich zu einer pflanzenbasierten Ernährung, und wir würden uns wünschen, dass die Stadt Münster als Vorbildfunktion vorausgeht und überall eine Möglichkeit gibt, ein klimafreundliches Gericht auszuwählen. Alles klar, dann würde ich dich bitten, einmal deine Frage an den nächsten Oberbürgermeister der Stadt Münster zu stellen. Gerne in die Kamera. Ja, unsere Frage ist es, was halten Sie von der Idee, in allen öffentlichen Einrichtungen, Kantinen und Mensen und öffentlichen Events der Stadt Münster immer ein pflanzliches, also ein rein veganes Gericht anzubieten, um da als Vorbildfunktion zu dienen und eine klimafreundliche Ernährung möglich zu machen? Okay, ich bin wirklich sehr gespannt, was da für eine Antwort drauf kommt. Danke dir, Sophia, von Münster for Liberation, von der Klimakrisen-Couch, und viel Erfolg noch. Dankeschön. Euch auch.